Es gibt extrem viele Stickstiche, doch gerade am Anfang ist es gar nicht nötig, so viele zu lernen. In diesem Video zeige ich dir 10 Stickstiche, mit denen du so ziemlich alles sticken kannst, was du möchtest. Und los geht's mit den ersten 3 Stickstichen. Diese Stiche sind Linienstiche und können super für Schrift- und Umrisslinien benutzt werden. Die gestickte Linie ist je nach Stickstich unterschiedlich dick. Der Rückstich ist zum Beispiel der dünnste und der Kettenstich am dicksten. Der Rückstich wird immer rückwärts gestickt. Das heißt, du beginnst eine Stichlänge hinter dem Anfang der Linie. Wenn du 3 Fäden Stickgarn benutzt, wie ich hier, ist eine Stichlänge ca. 1,5 cm lang. Für den ersten Rückstich stichst du also mit der Nadel in den Anfang der Linie ein. Führe die Nadel auf der Rückseite eine Stichlänge hinter dem ersten Rückstich nach oben. Stick dann in den Anfangspunkt des letzten Rückstichs. Wiederhole das, bis du am Ende der Linie angekommen bist. Der Rückstich ist super für alle Arten von Linien, wie zum Beispiel Umrisse und Schrift. Als nächstes kommt der Stielstich. Beginne am Anfang der Linie und sticke 2 Stichlängen, also 1 cm weiter auf der Linie ein. Zieh den Faden nicht fest und halte die entstandene Schlaufe nach unten fest. Führe die Nadel dann in der Mitte auf der Linie wieder nach oben. Für alle weiteren Stiche stickst du eine Stichlänge hinter dem vorherigen Stich ein. Halte die Schlaufe immer nach unten. Dann bringst du die Nadel durch den Endpunkt des vorherigen Stiches wieder nach oben. Ziehe jetzt den Stich fest und wiederhole das Ganze bis zum Ende der Linie. Der Stielstich gibt einen hervorragenden Blumenstiel ab. Er ist auch prima für Schrift und andere Linien geeignet. Für den Kettenstich bringst du die Nadel am Anfang deiner Linie nach oben. Dann stickst du direkt in den Anfang zurück. Lass dabei den Faden lose liegen. Führe die Nadel eine Stichlänge entfernt nach oben und achte darauf, dass die Nadel durch die Schlaufe kommt. Zieh dann die Schlaufe fest, indem du den Faden nach oben ziehst. Die nächsten Kettenstiche stickst du genauso. Stich in den Anfangspunkt und führe die Nadel durch die Schlaufe nach oben. Zum Beenden des Kettenstichs stickst du einen kleinen Stich am Ende der Schlaufe. Verwende den Kettenstich für Linien, die etwas dicker sein sollen. Flächenstiche sind dafür da, Formen komplett auszufüllen. Vom Blütenblatt bis zum geometrischen Muster ist dabei alles möglich. Hier sind 3 verschiedene Flächenstichen, mit denen du so ziemlich alles ausfüllen kannst. Der Platzstich ist ein beliebter Stickstich für Flächen. Beginne an einer der Seiten der Form, die du füllen möchtest. Dann stickst du zur anderen Seite. Führe dann die Nadel auf der Unterseite wieder zurück und stick auf der Linie nach oben. Damit der Platzstich gut deckt, müssen die Abstände zwischen den Stichen sehr klein sein. Die Schwierigkeit beim Platzstich liegt darin, ihn gleichmäßig hinzubekommen. Meine Tricks dafür findest du in dem Extra-Video Probleme beim Platzstich. Den Platzstich kannst du für alle kleinen und mittelgroßen Flächen benutzen. Die Stiche dürfen nicht zu lang werden, da die Fäden sonst wellig liegen. Bei unregelmäßigen oder großen Flächen ist der versetzte Platzstich die bessere Wahl. Hierfür stickst du die einzelnen Stiche versetzt zueinander. Bei der ersten Reihe stickst du abwechselnd einen langen und einen kurzen Stich. In den darauffolgenden Reihen sind dann alle Stickstiche gleich lang, aber versetzt zueinander. Damit die Stiche den Stoff gut abdecken, müssen sie dicht an dicht gestickt sein. Da beim versetzten Platzstich die einzelnen Stiche nicht so lang sind, kannst du damit beliebig große Flächen füllen. Der versetzte Platzstich wird zum Beispiel in der Nadelmalerei benutzt, um Farbverschattierungen realistisch darzustellen. Eine weitere Möglichkeit, Flächen zu füllen, ist der Reißstich. Für diesen Stickstich setzt du viele Stiche in unterschiedlichen Winkeln zueinander an. Es soll wie ein Haufen verschütteter Reis aussehen. Wenn die Fläche deckend gestickt sein soll, musst du die Stiche sehr dicht aneinander setzen. Du kannst aber auch mehr Abstand dazwischen lassen und eine locker gefüllte Fläche zu erhalten. Der Reißstich ist prima für Schattierungen. Indem du den Abstand der Stiche erhöhst oder verringerst, kannst du so einzigartige Effekte erzielen. Außerdem ist der Stich sehr einfach zu sticken.
Mit diesen 6 Stickstichen kannst du schon eine Menge Motive sticken. Die letzten 4 Stickstiche sind speziell für florale Motive sehr geeignet. Benutze sie einzeln oder in Kombination für tolle Ergebnisse. Der Margeritenstich ist einer der beliebtesten Stiche für Blumen. Ähnlich wie beim Kettenstich stickst du mit der Nadel von unten durch den Stoff und dann wieder von oben ins selbe Loch. Der Faden bildet eine Schlaufe, die du erst einmal locker liegen lässt. Dann führst du die Nadel eine Stichlänge weiter wieder nach oben. Achte darauf, dass du durch die Schlaufe hindurch stickst. Zieh den Faden nach oben, um die Schlaufe zuzuziehen. Zum Befestigen der Schlaufe stickst du jetzt einen kurzen Stich über die Schlaufe. Wiederhole diese Schritte für alle weiteren Margeritenstiche. Den Margeritenstich kannst du für alle Blumen mit länglichen Blütenblättern nehmen, Gänseblümchen, Astern und natürlich auch Margeriten. Die Webrose, auch Spinnwebstich genannt, ist ein weiterer beliebter Blumenstich. Als Basis stickst du zuerst 3, 5 oder 7 einzelne Stiche zur Mitte hin. Die Anzahl dieser Speichen muss ungerade sein, damit das Weben im nächsten Schritt klappt. Als nächstes bringst du die Nadel leicht neben der Mitte nach oben. Dann webst du abwechselnd über und unter die vorhandenen Stiche. Auf diese Weise füllst du Runde um Runde das Rad aus. Zum Schluss stickst du mit der Nadel unter den gewebten Faden am Rand in den Stoff ein und vernähst die Fäden auf der Rückseite. Die Webrose ist prima für alle möglichen runden Blumen geeignet, wie zum Beispiel Ranunkeln, Pfingstrosen und natürlich Rosen. Weitere Tipps zur Webrose und wie du sie auch größer sticken kannst, findest du in meinem Video Blumen und Schrift für Anfänger. Der Gretenstich ist einer der Universalstiche für Blätter. Beginne mit einem Stich entlang der Mittellinie. Dann stickst du von der linken Außenlinie nach unten über die Mittellinie. Dieser Stich sollte dicht am ersten Stich anliegen, damit der Stoff gut abgedeckt wird. Bring die Nadel auf der rechten Seite des ersten Stichs nach oben, stich dann unten links der Mittellinie in den Stoff ein. So stickst du immer abwechselnd rechts und links einen Stich in Richtung Mittellinie. Die Stiche überkreuzen sich dabei leicht. So entsteht der typische erhöhte Look des Gretenstichs. Der Gretenstich ist perfekt für Blätter geeignet, kann aber auch für Blütenblätter und anderes benutzt werden. Der Fliegenstich ist der 2. Stickstich, der sich toll für Blätter und Zweige macht. Beginne auf der linken Seite und stich auf derselben Höhe auf der rechten Seite ein. Lass den Faden locker auf dem Stoff liegen. Führe die Nadel eine Stichlänge weiter auf der Mittellinie nach oben. Dabei muss die Nadel innerhalb der Fadenschlaufe, die auf dem Stoff liegt, sein. Zieh den Faden nach oben. Zum Fixieren der Schlaufe stickst du jetzt einen Stich entlang der Mittellinie. Dieser Stich sollte ebenfalls eine Stichlänge lang sein. Wiederhole diese Schritte, bis du am Ende deiner Linie angekommen bist. Der Fliegenstich ist ähnlich einem Zweig oder gefiederten Blättern. Er macht sich super als Tannenzweig, Farn oder umgedreht als Bäumchen. Mit diesen 10 Stickstichen kannst du schon eine Menge anstellen. Wenn dir die einzelnen Stiche noch etwas unklar sind oder es dir hier im Video zu schnell ging, schau doch mal in die Stichlexikon-Playlist hier auf meinem Kanal nach. Dort erkläre ich jeden Stickstich separat und in Ruhe. Wenn du noch blutiger Anfänger bist, lege ich dir meinen Stickkurs Handsticken leicht gemacht ans Herz. Dort lernst du Schritt für Schritt alles Wichtige rund ums Sticken. Jetzt bin ich aber neugierig, welcher Stickstich gefällt dir am besten? Schreib's mir unten in die Kommentare, mal sehen, ob es einen Zuschauer-Lieblingsstich gibt. Bis zum nächsten Mal, deine Anne.